normalerweise, wenn ich selber schreibe, setze ich mich eigentlich meistens einfach ans Klavier und spiele mal so ein bisschen rum und dann kommen irgendwelche Akkorde, die mir gefallen und dann fange ich an, eine Melodie dazu zu singen, die mir vielleicht gefällt. Die mit ihren spitzen Fingernägeln und machen mir die Tassen kaputt. Nein, das war schon so. Ja, nee, die gehen öfter mal ab. Ich habe auch mit Roland zusammen 3 neue Songs geschrieben, jetzt in der Zeit der Albumaufnahme. Es ist dann nichts irgendwie, was man noch von irgendwoher gerade gekramt hat, sondern das ist wirklich genau entstanden zu dem Album. Dann kommt H-Moll. A-Moll? H. H, achso. Haben wir viel dran gearbeitet, da wollten wir was Eigenes schaffen, irgendwie spannendere Geschichten erzählen, weil eigentlich würde man ja beim ESC-Album erwarten, ja, das ist jetzt irgendwie zusammengeschustert auf die Schnelle, aber es ist überhaupt nicht so und fühlt sich auch gar nicht so an. Also, weil Levina hat eine Haltung, sie weiß, was sie will, sie weiß, was sie nicht will und dadurch kommen wir immer relativ schnell auf einen Punkt. Though it's unspoken, something here is broken, we know it. We're missing out on. Wenn man im Studio noch neue Sachen entwickelt, das ist halt so auch noch die kreative Phase, wo man noch alles so ein bisschen verändern kann. Da bin ich mir nämlich auch nicht sicher. Ich habe früher im großen, richtigen, in Anführungsstrichen, Studio gearbeitet, wo das hat es immer so ein bisschen klinischen Charakter. Und Sänger sind auch eher blockiert. Im großen Studio. Ah, jetzt muss ich alles geben, jetzt muss ich auf den Punkt arbeiten. Und hier ist eher so ja, wie zu Hause. Kann man sich gehen lassen und ja, ein bisschen viben. Wenn man Kopfhörer aufhat und nochmal singen kann und man geht da nochmal viel mehr in diesen Song rein. It's causing too much pain, no trespassing in my brain. Ich habe von Anfang an Levina auf dem Schirm gehabt, war mein großer Favorit. Du kannst im Prinzip immer jeden Take nehmen, da geht es dann nur noch um Ausstrahlung und wie interpretiert man das, aber nicht um das Gesangliche. Also das Können ist wahnsinnig gut. Ja, langsam bin ich wach. Eigentlich sitze ich immer hinterher und muss tunen, hoch, runter rechnen. Bis der Gesang stimmt, das geht ja heute alles mit dem Computer, wenn man will. Und bei ihr kann ich es einfach so durchlaufen lassen. Muss ein bisschen, ne, bisschen coachen, aber mehr ist es dann auch nicht. Fertig. Kommst du rüber? Mhm. Hören wir es mal an. Das Desaster. Finde ich viel geiler. Ja, weil das ist so ein bisschen so wirklich I don't care mäßig. Genau. So, ja, just gonna do my thing. Bei Musik war ich mir immer sicher, das ist was, was ich auf jeden Fall machen will. Also und dann, klar, dann kämpft man da auch und versucht und ja, macht da viel dafür.